Zu Zeiten von Kaiser Maximilian I., also im ausgehenden Mittelalter, hatte das Turnier ganz hohe gesellschaftliche Bedeutung. Das zeigen zum einen die zahlreichen Turniere, zum anderen die vielen Schauplätze in allen Bereichen des habsburgischen Einflusses und zum anderen auch der Charakter der Turniere selbst. Sie waren absolut festliche, höfische Spektakel. Ein Beispiel für die hohe Bedeutung der Turniere zu Zeiten Maximilians war das berühmte Turnierbuch Freidal. Im Freidal sind etwa 64 Turnierhöfe dargestellt und jedes dieser Turniere bestand aus verschiedenen Waffengängen. Man sieht immer ein Rennen, ein Stechen, anschließend einen Fußkampf und der festliche Ausklang eines solchen Turnieres war die sogenannte Mummerei, ein höfisches Fest. Die zahlreichen Miniaturen des Freidals zeigen jeweils Maximilian im Zweikampf mit einem Gegner, den er herausgefordert hat. Maximilian ist so gut wie immer der Siegreiche. Die Besucher der Ausstellung zu Kaiser Maximilian I. in Mannheim sind nun ganz besonders privilegiert, weil sie zahlreiche Miniaturen aus dem Freidal, der lange in Depots und Archiven schlummerte, sehen können.